Also wenn ich drei Sachen auf dem Haufen habe, kriege ich das hier irgendwo? Da ist Tunken, das ist viel zu weit weg. Und die Basen sind da oben doch ein wenig bedrohlich. Ich bräuchte nochmal zwei davon. Kein Silber, nein. Ich wollte hier Blei abbauen. Zack. So, nimm nicht den guten, doch den guten ganz kurz zum Testen. Flop. Langsam. Was? Warum baust du Obsidian mit ab? Ich dachte, Obsidian wäre bei Ardite mit dabei. Testen. Kobalt, Kobalt. Nee, auch Obsidian. Okay. Und Blei. Aber ich sehe hier kein Muster drin. Erst vier davon, dann sechs davon, dann sind Turrets fertig. Goodie. Ich forsche erstmal nichts. Erstmal dürfen die sich erholen. So. Du müsstest eigentlich... Achso, du bist ja ein Zweier-Drill. Ja, das war hier eh alles nur Spielerei. Gut, gut, gut. Mitkommen. Raus zu... Zubau bitte. Was? Vier Chunks of Topaz? Oh. Mist! Ich habe Raw Topaz hergestellt, weil ich die zweiten Türme bauen wollte. Ich habe nur vergessen, dass man, wenn man die zweiten Türme bauen will, dass man das zuerst mal die ersten Türme bauen muss. Ja. Ah, das sieht gut aus. So, hau hier bitte. Nimm, 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 nimm. Den mal hin. So, mit Kiste und dem und dem und dem. Go. Und ich hole euch beiden Schmetterlinge irgendwann im nächsten ab. Und habt dann genug Tungsten. So, ich brauche noch einen Topaz. Du bist Silber, du bist kein Kristall. Wo ist Ding? Stalle wären da oben, wo ich gerade hergekommen bin. Mann, 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 Mann. Lass mich durch. Das ist alles nur für ein, zwei popelige Türme. Das ist übel. Übel ist das. Ting, ting, ting. Ja, das dauert schon länger. Komm, Tupper! Kam gerade gar nichts raus. Topaz-Ohr. Oh, oh, oh. Glücksträhne, Glücksträhne. Useless Topaz. Komm, go, 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 go. Ne. Ne, ne, ne. Aber es sollte jetzt reichen. Jetzt haben wir zweimal das ganz normale Erz. Daraus sollten vier... von der nächsten Stufe werden. Dafür können wir die ersten Türme bauen. Sobald wir die ersten Türme gebaut haben, haben wir ja schon die besseren, die nicht reichen, um einen Turm zu bauen. Also ich kann jetzt mit etwas Glück ein oder zwei von den ersten Topaz-Türmen bauen, die dann wahrscheinlich aber nicht stark genug sind und ich die gleich verheiz in einem Testangriff oder so. Das wäre nicht so gut. Außerdem sollte ich vorher sicherstellen, dass Strom okay ist. Ja. Solange kein König da ist, soll ich das schaffen. Im Notfall kann ich alles selber zerstören. Das heißt, ich würde ganz gerne da oben hin. So, dich zerlegen wir zuallererst. Zack. Ich bin ungeduldig, also mach das Ganze so. Chunks. Oh, sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Tu das da weg. Dauert echt lange. Ja, du bist dabei. Gib mir das. Ein paar habe ich aus den drin liegen lassen. So, da ist er. Das ist ein Bronze-Topaz-Turm. Was fehlt mir jetzt für den Silver-Topaz-Turm? Vier Raw-Topaz. Sollte hier rauskommen, ne? Na ja, komm, crushed raus. Alter.
Alter, alter Schwede. Gib mir. Hier ist Raw Topaz. Brauch Chunks. Go. Das braucht ewig. Gib mir. Kein bisschen ungeduldig oder so. Schon besser. Wie schnell bist du? Crafting Speed 2,75. Goodie, gut, gut. Energy Consumption 480 Kilowatt. Ja. Ah, es geht eigentlich. Die Fabrik hier braucht gerade mehr. Du, da. Fehlt immer noch einer? Ja, okay. Dann kann ich gleich einen von den Zweiertürmen bauen. Das wird nicht reichen. Wie schaut's aus mit Tränken? Holt euch immer noch nicht so wirklich gut, ne? Nö, hast immer noch keine Ärmchen. Ja, solange das nicht... Solange die nicht durchgeht arbeiten können, kann ich das eigentlich knicken mit dem Forschen. So, jetzt Silver Topaz, Topaz Ding. Dann setze ich den einen Turm da unten hin, greife die Basis unten rechts an, wie geplant, und gucke, wie viel Schaden der macht, was für eine Reichweite hat. Und hoffe, dass kein verdammter Spucker in die Richtung kommt. Dafür nehme ich mal ein paar Decoy-Türme mit. Kommt mal mit. Dass, falls die Spucker an die Mauer rankommen, dass sie dann halt auf die Türme schießen, die näher dran sind. Hoffe ich zumindest. Und jedes Mal die Mauer dann neu setzen, kann ich mir eigentlich echt sparen, oder? Oh, hier ist gar keine Stromversorgung. Da. Ja komm, bau 20 rote Chips, das macht richtig Spaß. Eins. Baum ist natürlich im Weg. Zwei. Will doch bloß einen Turm bauen. Drei. Es geht sogar auf, ha? Dum. So. Und ich setze jetzt den guten. Ich hab den gar nicht abgeholt. Den einen Chunk. Wo sind meine. Ah, doch da, Silver. Ich habe jetzt einen. Oh, warte mal, jetzt kann ich noch besser testen. Okay. Setz den mal dahin. Und den mal hierhin. Und dann schicke ich die Horde hier dran vorbei. Guck, wann der schießt, guck, wann der schießt. Das ist der Plan. Gut, wir haben 16 Uhr. Go, go. Tim, tim. Kuh. Das ist eine echt große Basis. Ja. Ist alles nur Kleinkram? Oh, warte mal. Ich glaube, da mache ich kurz ein bisschen Schaden. Oh, okay. Kommen die ersten Großen. So, komm mit. Mach den da mal langsam. So, ich muss mich hier unten wahrscheinlich noch ein bisschen Gehölz wegschlagen. Nicht gut durchkommen. So, oben ist der... Wow, der Topaz-Turm schießt jetzt schon. Okay. Okay, sie machen nicht... Na doch. Oh, ne, ja, du schießt mich auf meinen Turm. Du. Ja, okay. Schnell einpacken. So, was ich zuallererst gelernt habe, die müssen weiter nach innen, oder die Mauer muss woanders hin, weil die Splitter sonst rüberspucken können. Sie haben eine irre hohe Reichweite, das heißt, ich setze die, ja, setz die hier hin. Da und da, und gib mir mal ein Repair Pack. Bau einfach irgendwo irgendein Repair Pack. Da. Was? Ah, so. Genau.
Das heißt, ich habe hier vorne die ganz normalen Türme, die dann auf die Beiter schießen, die nah rankommen. Und die hier. Das klappt so nicht. Weil dann können die Splitter immer noch die hier angreifen. Nee, wir müssen da schon näher ran. Vielleicht dahinter? Sieht ein bisschen feige aus, ne? Wir sind die Topaz-Türme, wir sind voll teuer, deswegen verstecken wir uns hier hinter der Substation. Und ihr Jungs da vorne dürft aufgefressen werden, falls was kommt. Klingt nach einem Plan, ne? Ja. Steht hier trotzdem falsch. Ich habe nämlich nur zwei von euch, deswegen kommt ihr hier hin. Und die 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4 und an der Ecke nochmal 3. So, du da und du da. Jetzt hoffe ich, dass die Türme hier auf die Splitter schießen können, bevor die Splitter auf meine Lasertürme schießen können. Und die One-Hitten, wenn es später die besseren Splitter sind. Gibt nur eine Möglichkeit, das zu testen. Wir holen jetzt mal die richtige Basis. Also die, ne? Es waren ja eben nur die ganz kleinen, weil die Basis nicht richtig gespawnt ist. Die hatte immer noch die Spawns von vor 40 Folgen, oder was? Aber jetzt sieht das schon ein bisschen garstiger aus, ne? Schieß mal auf. Genau so. Was haben wir da? Wir haben Big Biter, wir haben 4 Berserker. Warum ist... Die sind gleich schnell. So, gehen wir ein bisschen weiter runter. So, und komm jetzt mal von schräg unten auf die Basis zu. Ja, die schießen jetzt schon, Kuli. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Also nicht, dass ich jetzt in den Bäumen hängen bleibe und so, aber der Rest. Genau. Hilfe, Hilfe. Schick. Also wenn ich davon... Was? Ist durch? ja, mein Problem. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Wie teuer sind die? Oh, 10 jeweils. Flup, flup. Sehen aber schon garstig aus, ne? Ja, wir brauchen definitiv mehr Mauern. Und mehr von den Topaz-Türmen. Das heißt... Ich... Ja, ich laufe jetzt noch... Ich mache jetzt die Mauer hier. So, haben wir hier Roboterabdeckung. Machen wir den Walter weg. So, wenn ihr was zu tun habt, ich weniger Bäume im Weg habe. Zack, 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 so. Da fehlt mir gerade ein, ich sollte dann auch im gleichen Atemzug ein paar davon bauen, sonst haben wir nachher so viel Holz in den Kisten, dass nichts mehr eingelagert werden kann. Plan allgemein. Ich gehe jetzt nach oben zu den Schmetterlingen-Libellen-Dingern. Hol mir da das ganze Rotungsten ab, das die abgebaut haben sollten. Tabert er nach Hause, schmeißt das in irgendeine Logistikkiste, dass es dann eingeschmolzen wird. Und mach mich denn dran, immer wieder zwischendurch ein bisschen Topaz-Erz abzubauen, um nach und nach meine Verteidigungsanlage aufzubauen. Momentan kann ich es ja noch so machen, da wir halt nicht angegriffen werden, dass ich die Türme einfach irgendwo hinsetze. Und wenn ich merke, hey, irgendeine Basis hat mitbekommen, dass wir hier sind und greift uns durchgehend an, dann setze ich die Türme einfach um. Sind ja nur eine Handvoll, das ist ja ein paar Sekunden gemacht. Das ist nicht wirklich ein Problem. Du bist immer noch nicht... Was zur Hölle? So, jetzt brauchst du zu viel Strom, ne? So. So klappt's. Das dauert trotzdem ewig und 3 Tage. 1500 Stück und du hast jetzt in einer Viertelstunde 15 abgebaut? Oh Gott. Ja, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Du. Ich mach mal einen MK2-Drill aus dir. Und hau dich voll mit Stromsparmodulen. Das geht nicht, ne? Wie viel hast du geschafft? 25. Boah, ist ein Anfang. Wie viel brauchte ich insgesamt? 150? Ich weiß zwar nicht mehr für was, aber ich brauchte 150 Tungsten.
Ach, genau, für die... Da. Dafür brauche ich 150. Okay. Das... Was? Das geht jetzt doch richtig flott mit dir. Wie viel fehlt noch? Drei... So, drei Stück fehlt noch. Go. Eins, zwei, drei. So. Schön, schön. Ja, das hat... Jetzt hatte wieder eine Basis gespawnt, aber nö. Das heißt, nächste Folge gucke ich mal, wie es mit meinen Modulen aussieht, den grünen und den blauen. Schnapp mir davon ein paar. Stell dann... Achso, ich habe genug eigentlich schon auf Tasche, oder? Bau mal. So. Und hol dir ein bisschen Stahl. Und dann baue ich jetzt einfach schon die MK3-Rüstung. In der Hoffnung, dass ich doch die Rüstung, die ich am Leib trage, auch noch benutzen kann. Weil da gab es jetzt inzwischen gegenteilige Meinungen. Die einen sagten, das geht nicht mit angeschlagenen Gegenständen. Der andere meinte, das geht doch. Und dann muss ich jetzt... muss ich jetzt gucken. Du, das war nicht gut. Du. Da, so. War ja nur einer? Ja, ich wollte noch einen vierten bauen, glaube ich. Ich habe es aber doch gelassen. Wie schaut Eisen aus? 6100. Und Kupfer ist auch wieder da und Stahl auch und alles gut. Außer Grünchips. Ja, alles okay, ist okay. Und wir wollten noch die Kisten hier da so hinschmeißen. Und du kriegst ganz viel Holz von mir. Bis auf ein Stack. Kohle weg, das weg, das weg. Die Leichen rein. Das ganze Useless-Zeug. Ja, es ist Useless. Und die normalen Erze und das zum Einschmelzen. Und dann hätte ich ganz gerne immer noch 200 Tungsten. Ja. Ja, guti. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann versuche ich, die MK3-Rüstung zu bauen. Oder zumindest schon mal in die Richtung zu gehen. Und ich denke, wir können dann auch langsam mit der Forschung wieder anfangen. Und zwar denke ich mal, dass ich zuallererst auf die nächstbesseren Furnace gehe. Damit ich nicht so eine riesen Armee aus Furnacen hier stehen haben muss. Was wird ja auch immer schlimmer, ne? Ich werde immer mehr Eisen und mehr Kupfer brauchen. Das heißt, wir bräuchten eine immer größere Anlage. Und das wäre langsam ein bisschen übertrieben. Aber das gucken wir uns dann gleich an. Bis dann.